Das ist ja super fail mit dem Grafikfehler. Ist ja gar nicht möglich. Komme ich jetzt hier überhaupt wieder raus? Ja, ein Glück, ey. Also gleich kriege ich aber ein zu viel hier. Ich dachte, man kann das Spiel ein bisschen austricksen. Ah, ist ja ein Kackgrab, ey. Da ist eine goldene Hand. Könnt mich mal. Dann gehen wir mal zum Basislager zurück und teleportieren uns irgendwo anders hin. Bevor ich hier noch einen Anfall kriege, so. Oh, ich laufe falsch, aber nehmen wir das Basislager, ist mir auch egal. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück. Zur Hauptquest. Oh, hier in dem verlassenen Dorf konnte ich noch ein paar Sachen öffnen. Reicht mir erstmal mit doofen Gräbern. Wir machen erstmal ein bisschen die Hauptstory weiter, denke ich. Da. Das konnte ich ja sonst nicht öffnen. Da sich die Koordinaten, die uns Trinity gegeben hatte, als korrekt erwiesen, war es ein leichtes, die verborgene Stadt zu finden. Allerdings vertrauten uns die Einheimischen nicht und ließen uns nur mit vorgehaltenen Speeren in die Stadt. Es gab einen Tumult unter den Einwohnern, der, wie wir später erfuhren, darauf zurückzuführen war, dass einen Monat zuvor eine Gruppe Inka dort eingetroffen war. Lopez erzählte ihnen, wir wären aus der spanischen Armee desertiert, da wir die Zerstörung, die sie verursachte und weiterhin verursachen würde, nicht länger mit unserem Gewissen vereinbaren könnten. Außerdem würden wir mit Freuden all unsere Güter gegen ein, wenn auch nur vorübergehendes, Obdach eintauschen. Nach einigem Zögern erlaubten sie uns, in der Stadt zu bleiben,
solange wir unsere Rüstungen und Waffen in einer kleinen Hütte außerhalb der Stadt ließen. Den Männern gefiel das nicht, weshalb wir uns darauf einigten, zwei von uns zur Bewachung der Ausrüstung zurückzulassen. Okay. Drüben liegt noch Jade rum. Sehr schön. Dich nehme ich mit. Okay. Gehen wir jetzt mal zur Hauptstory. Da muss ich jetzt rein, okay. Wo ist meine Mutter? Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es außerhalb von Paititi? Naja, da gibt es viel. Die Welt ist sehr groß. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis. Was? Bringst du mich dahin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Was du suchst, ist dort drin. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Die lege ich um. Die brauchen sie gar nicht mit mir anlegen. Gründung von Paititi. Abgeschlossen, okay. Hier ist eine Schatulle, die ich mal wieder aufmachen kann. Noch irgendwas Interessantes hier, oder? Alles klar. Oh, verdammt! Was war das denn? Alles klar. Neues Basislager, nett. Ich glaube, nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können.
Die Menschen, also will ich ja ihre gar Geschichte. Nicht. Oh. Schauen wir da. Oh. Jade. Ganz viel Jade. Das bringt mir Kohle. So, ich muss einfach da weiter, okay. Dadurch. Und hier ist noch ein Dokument. Da wir nichts von Lopez gehört hatten, begannen einige unserer Anführer an ihm zu zweifeln. Unsere Gruppe wurde nach Süden geschickt, um der Sache nachzugehen. Nachdem wir nicht wussten, ob die Bewohner der Stadt Lopez bei seiner Ankunft getötet hatten, schickten wir die Einheimischen vor. Sie kehrten mit Berichten über die in der Stadt wütende Krankheit zurück. Ein Umstand, den wir zu unserem Vorteil nutzen werden. Okay, den nutzen wir. Ich finde das gemein, dass ich hier nur den Bogen benutzen kann. Stinkt es. Das muss der Ort sein, den Ezli meinte. Lecker. Ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Ach so, okay. Lecker. Ist das widerlich? Nee, gar nicht. Wie kommst du bloß darauf? Ach, abseilen, okay. Hin. Nein! Nein, nein, nein! Hoch da, wo muss ich denn jetzt hin? Da muss ich wahrscheinlich rüber. Wow, das war knapp. Okay, keine Hektik. Nein, ich hab doch E gedrückt, was soll denn das? Nein! Hallo, hoch! Also manchmal will mich die Steuerung auch echt verarschen. Okay, keine Hektik. Du schaffst es. Das eben nicht funktioniert. Na, hoppala, hoppala, hoch da, hoch da. Rituelle Opfer. Hm.
wohl keine Wahl. Oh, lecker. Ace incoming. Und alle möglichen Krankheiten, die man sich vorstellen kann. Ist das einer der Rebellen? Das weiß man nicht. Es gibt irgendwo einen Zugang. Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, dadurch. Der Geruch wird immer stärker. Lara, wie läuft's? Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Uchu über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt eine Reihe und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg, okay? Hier stinkt's. Die Barriere muss verbrennen. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Voller Öl und Blut. Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Und was war das hier? Ach so. Okay, hätte ich gar nicht mit dem Pfeil machen müssen. So eine Art Adalaskammer? Das weiß man nicht. Warte mal, das Ding steht nicht richtig. Kann das sein? Verdammt, es fließt zur falschen Stelle. Und das war's, wenn ich daran so ziehe? Nee. Hallo, weiter. Das bringt nichts, da muss ich mal gucken. Ach, ich kann das so drehen. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Position. Wollen wir mal gucken.
Nee. Aber hier ist der Hebel abgebrochen. Ich werde die beiden miteinander verbinden müssen. Kommt hier runter, fließt da lang. Ach, verdammt. Fließt da rein, da raus. Ah, ist das... Warte mal, da müsste noch eins weiter, glaube ich. Noch eins weiter drehe. Also der ist in richtiger Position. Ich muss die Spuren ausrichten. Ja, ist mir klar, aber... Es geht, also der kann nur so stehen bleiben. Oder? Ich denke schon, der kann nur so stehen bleiben. Trifft hier rein, geht da rum und geht ins Leere, verdammt. Da trifft auch nur ins Leere.
trifft auch nur ins Leere. Los, dreh weiter. Jawohl, das geht. Jawohl. Okay, jetzt, jetzt muss die Barriere runter. Und dann kann ich durch. Sehr schön. Und jetzt zur Schatulle.